Stellst du mich jetzt wieder scharf? Ja. Hallo ihr Lieben, das erste Video, was ich im Dunkeln drehen muss. Oh mein Gott, es wird Winter. Naja gut, ist halt so, kann man nicht ändern. Heute war ein echt nerviger Tag. Es ging mein Glätteisen kaputt, weswegen ich jetzt Zuhaare habe. Nach 8 Jahren hat mein Glätteisen mich verlassen. Naja gut, das kann man nicht ändern, aber es ist 8 Jahre alt geworden immerhin. Ich finde, es ist ein sehr, sehr langes Leben für ein Glätteisen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um meinen Lesemonat für den Oktober. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Bei mir dummerweise meinen Zettel verloren, wo ich mir immer alle Notizen drauf schreibe zu den Büchern, welches Buch ich wann gelesen habe, die Reihenfolge. Der Zettel ist weg. Deswegen habe ich jetzt einfach so nochmal geschaut, welche Bücher ich gelesen habe und wir müssen das jetzt einfach mal so machen, nicht in der chronologischen Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Ich habe es versucht, halbwegs so zu sortieren, dass sie auch so kommen, aber es kann ein bisschen durcheinander sein, also wundert euch nicht. Und ja, fangen wir mal mit dem ersten Buch an und zwar war das dieses hier, Haus der 1000 Spiegel von Susanne Jardom. Ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Es hat mich verwirrt. Das Ende war sehr verwirrend. Ich bin nicht durchgestiegen zum Ende hin. Ich verstehe dieses Ende bis heute nicht. Also das Ende schon, aber da gibt es eine Sache beim Ende, die ich einfach nicht verstehe. Und das fand ich ein bisschen schade, weil sonst wäre das ein richtig gutes Buch geworden. Aber dieses ganze Durcheinander und dieses Verwirrende zum Ende hin war nicht so meins. Und ja, deswegen habe ich dem Ganzen dann auch, glaube ich, nur 4 Sterne gegeben auf Goodreads. Und ja, ich komme aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um die Hexe Aniek. Und Aniek möchte gern Zauberei studieren in der Welt, in der Aniek lebt. Das ist in Amsterdam. Es ist so, es gibt normale Menschen und es gibt die Hexen. Und die Hexen und die normalen Menschen leben in getrennten Vierteln und sowas. Und dann gibt es halt eine Regierung, die das alle verwaltet. Und ja, diese Regierung verwaltet das halt alles eben und um halt an der Zauberer-Universität quasi genommen zu werden, muss man eine Aufgabe lösen und ein Rätsel lösen. Und Aniek bekommt das Rätsel zur Familie de van Leeuwen. De Leeuwen? De van Leeuwen? Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Auf jeden Fall muss sie dieses Rätsel lösen, was mit dieser Familie zu tun hat. Und das ist gar nicht so einfach, denn da ist einiges im Argen in dieser Familie und Aniek wird dort quasi eingeschleust als Nanny für den kleinen Elias und dieses Kind versteckt sich den ganzen Tag in einem Koffer und kommt nicht raus und hat furchtbare Angst vor seinem Vater und Aniek kann das so überhaupt nicht verstehen. Denn Gabriel van Leeuwen ist zwar ein sehr grummeliger Mensch, aber er macht jetzt halt nicht den Eindruck, als würde er irgendwelchen Kindern irgendwas tun und deswegen kann sie das Verhalten halt auch nicht verstehen. Und ja, das hat natürlich alles mit diesem Rätsel zu tun und mit dem Geheimnis der Familie. Und ich muss sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand, es war ein ganz, ganz interessanter Ansatz, gerade mit diesen ganzen Hexen und dieser Universität und diesem Rätsel, was da gelöst werden muss. Aber in der Umsetzung, finde ich, hat es leider nicht hundertprozentig funktioniert, weil es wirklich ein sehr, sehr großes Durcheinander war. Also man hat dort Parallelwelten, sage ich jetzt einfach mal, und parallele Stränge, die sich dann miteinander vermischen und am Ende weiß man jetzt nicht mehr so wirklich, was ist jetzt real, was ist jetzt diese Parallelwelt und dann werden Sachen damit übernommen und ja, es war für mich halt am Ende einfach nicht schlüssig und nicht sinnig und das fand ich halt ein bisschen schade, denn das Buch war so im Ansatz echt gut. Dann habe ich im Oktober mal wieder eine Reihe beendet und zwar die 5. Welle von Rick Yancey. Das hier ist der 3. Teil, der letzte Stern und ich muss sagen, dieses Buch hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte ja den Schreibstil von Rick Yancey in den ersten beiden Büchern auch total gerne. Es ist einfach mal was Abwechslungsreiches, es ist mal ein komplett anderer Schreibstil. Rick Yancey schreibt er umschreibt sehr viel mit Metaphern und er hat so eine ganz besondere Art, Geschichten zu erzählen oder diese Geschichte zu erzählen und es ist einfach mal erfrischend. Und ich fand es sehr, sehr interessant, diese Bücher zu lesen, denn wie gesagt, ich mochte den Schreibstil total, aber man muss sagen, er ist nicht für jeden was. Also es wird Leute geben, die diesen Schreibstil nicht mögen, weil er ist halt nicht so locker leicht und einfach wie die meisten Jugendbuchschreibstile, sondern er ist schon so ein bisschen was Besonderes. Wie gesagt, er arbeitet sehr viel mit Metaphern und Vergleichen und ja. Fand ich aber richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. In der letzte Stern geht es immer noch um Cassie und um die Alien-Invasion. Und Cassie und ihre Freunde versuchen immer noch herauszufinden, was die Aliens jetzt genau eigentlich mit der Erde vorhaben. Und versuchen immer noch einen Weg zu finden, um die Aliens zu besiegen. Ob sie das Ganze am Ende schaffen oder nicht, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsstet ihr selber lesen. Ich kann halt so viel zum Ende sagen. Ich fand das Ende gut. Ich bin nicht mit allen Punkten hundertprozentig zufrieden, wie das am Ende gelaufen ist, aber so im Großen und Ganzen hat mir das Ende richtig gut gefallen. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass man vielleicht noch so einen kleinen Blick in die Zukunft bekommt, um halt am Ende herauszubekommen, was mit den Charakteren, die am Ende hier übrig geblieben sind, einfach noch passiert. Weil man hat hier dann zwar
eine Auflösung in der Geschichte, aber es ist trotzdem ein offenes Ende und man weiß halt nicht, wie es mit der Menschheit und halt auch den Charakteren im Endeffekt weitergeht. Das bleibt halt offen, man kann sich da natürlich seinen Teil zu denken, aber ich hätte mir so einen kleinen Einblick, hätte ich mir vielleicht doch noch gewünscht, dann wäre das Buch für mich perfekt gewesen. Was mir hier auch noch nicht so gut gefallen hat in dem dritten Teil, ist die Charakterentwicklung, die einzelnen Charaktere durchgemacht haben. Bei manchen Charakteren fand ich es gut, da konnte ich das auch alles 1A nachvollziehen, aber es gab ja so zwei, drei Charaktere, wie zum Beispiel Nugget, wo ich die Charakterentwicklung überhaupt nicht gemocht habe, wo ich mir gedacht habe, nee, das passt überhaupt nicht und ja, das mochte ich halt auch nicht und das konnte ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen, aber naja gut, nobody is perfect. Das waren halt so kleine Sachen, die mich an dem Buch gestört haben. Ansonsten fand ich es richtig gut. Ich mochte die ganze Reihe total gern und ich werde sie sicherlich definitiv irgendwann nochmal lesen. Und ja, I like it. Und wenn ihr nach einer Jugendbuchreihe sucht mit Alien-Invasion, die mal ein bisschen was anderes ist, dann schaut euch die fünfte Welle auf jeden Fall an. Die Bücher, die als nächstes kommen, sind alles New Adult-Erotik-Romane. Oktober war mein New Adult-Erotik-Roman. Monat. Keine Ahnung. Ich hatte da einfach Bock drauf, die zu lesen. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Game Maker von Cressley Cole. Ihr hattet mir alle gesagt, ich soll endlich mal was von Cressley Cole lesen und ja, habe mich hier für Game Maker entschieden. Und das war leider die falsche Entscheidung. Ach, dieses Buch war einfach nicht meins. Also ich fand es einfach nur schlecht. Man kann das nicht anders sagen. Ich mochte die Charaktere nicht. Ich mochte die Handlung nicht. Ich mochte dieses ganze in diesem Buch nicht. Also es ist wirklich, die sehen sich und die bespringen sich und ach ne, also wirklich, jedes Kapitel, in jedem Kapitel wurde es getrieben und gemacht und ach, was sie da alles gemacht haben. Also das ist ja wieder so ein SM-BDSM-Buch und was die da auch mit sich machen lässt, das ist absolut, nee. Also ich kann sowas nicht nachvollziehen, das ist einfach nicht mein Ding. Und ja, wie gesagt, ich mochte dieses Buch leider überhaupt nicht. In dieser Geschichte geht es um Natalie, genau, und Natalie ist adoptiert und sucht halt ihre leiblichen Eltern, hat da so einen Detektiv angeheuert und ja, eines Tages trifft sie ihn aber auf einen mysteriösen Typen und dieser Typ spricht sie total an. Sie hatte noch nie was mit Männern am Hut und Männer waren eigentlich auch nie so ihr Ding, aber dieser Typ vom Aussehen her, er ist ihr Typ und er spricht sie an und ja. Dann stellt sich im Nachhinein heraus, dass er ihr Bodyguard ist, der von ihrem Vater geschickt wurde, um sie zu beschützen und nach Russland zu holen. Denn ihr Vater ist niemand Geringeres als einer der größten Mafia-Bosse von Russland. Und ja, das ist für Natalie schon ein ganz schöner Schock. Und sie wird dann mehr oder weniger auch nach Russland entführt. Und ja, lernt dann dort diesen Bodyguard, er heißt Alexander Sebastian, auch besser kennen. Und ja, dann entflammt eine Leidenschaft zwischen den beiden. Also wer gerne mal so ein Bumsbuch liest und kein Problem mit SM und BDSM hat, der kann sich das Buch ja auf jeden Fall mal angucken. Mein Fall war es jetzt nicht, es war mir einfach zu viel von allem. Aber naja, gut, so ist das halt. Ne? Geschmäcker sind halt verschieden, aber mein Ding war es halt jetzt einfach nicht. Ich habe aber noch die Immortals After Dark Reihe von Cressley Cole hier, die soll besser sein. Wurde mir schon von Niki gesagt und hat gesagt, ich soll die erstmal lesen. Und der zweite Teil von Game Maker soll auch besser sein, deswegen vielleicht tue ich mir den irgendwann nochmal mit an in meinem Leben. Mal gucken. Ja, aber jetzt machen wir es mal weiter. Dann habe ich noch gelesen Dirty Secrets von Jay Kenner. Das ist auch ein Erotikroman und wenn ich sage Erotik, dann meine ich Erotik. Es geht hier gleich im ersten Kapitel komplett zur Sache. Das erste Kapitel heißt King of Fuck und wenn man das gelesen hat, weiß man, warum das so heißt. Und ja, auch hier war mir die Erotik zu viel. Dieses dumme Rumgebumse und dieses gegenseitige Angespringe und Angeschmachte und... Ja, das war mir auch in diesem Buch einfach zu viel. Obwohl ich bei diesem Buch sagen muss, dass mir die Geschichte echt gut gefallen hat. Es geht hier darum, dass unsere zwei Charaktere in diesem Buch, einmal Dallas und Jane, im Teenageralter entführt worden sind und bis heute mit den Folgen zu kämpfen haben. Die beiden mochten sich auf Anhieb schon in frühest... Also die beiden kennen sich schon seitdem sie klein sind, sie waren beste Freunde und dann ist natürlich mehr zwischen den beiden entstanden. Was aber nicht sein darf, denn die beiden sind Geschwister. Und ich meine jetzt hier nicht Geschwister im Sinne von Blutsverwandt, das wäre ekelhaft, sondern Geschwister im Sinne von Jane ist adoptiert worden. Das heißt, sie sind vom Gesetz Geschwister, auch wenn sie nur Adoptivgeschwister sind und dürfen halt nicht zusammen sein, weil ist verboten. Und ja, deswegen haben die beiden sich auch jetzt ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen. Jane tut aber eines Tages auf einer Party von Dallas auftauchen, um mit ihm zu sprechen, denn sie hat neue Sachen bezüglich ihrer Entführung in Erfahrung gebracht. Und so begegnen sich die beiden wieder und naja, es entflammt dann wieder die Leidenschaft und... Ich glaube, ich brauche dazu nichts weiter sagen. Zur Handlung. Also wie gesagt, von der Handlung her fand ich es eigentlich ganz gut. Auch der Sex hier war mir wieder ein bisschen zu viel.
Die Charaktere waren auch okay. Also ich konnte Jane eigentlich ganz gut leiden. Bei Dallas hatte ich so am Anfang meine Schwierigkeiten, aber auch ihn mochte ich zum Ende hin eigentlich ganz gern. Und ja, ich bin ja ein neugieriger Mensch. Und jetzt habe ich das Problem, ich würde gerne wissen, wie es hier mit der Handlung weitergeht. Weil es ist ein Dreiteiler. Die Geschichte von den beiden überstreckt sich auf alle drei Teile. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann wen anders liest, sondern das geht mit den beiden weiter. Und ich würde natürlich schon gerne wissen, wie das jetzt mit den beiden am Ende ausgeht. Aber ich bin da so echt hin und her gerissen, was dieses Buch betrifft. Ich habe da so eine kleine Hassliebe entwickelt. Also einerseits ja, andererseits nein. Ja, mal gucken. Der zweite Teil kommt, glaube ich, im Januar raus. Mal gucken, wie es bis dahin mit meinem Gemütszustand zu diesem Buch aussieht. Also wenn ihr Lust auf ein Erotikbuch habt, wo halt etwas mehr Erotik drin ist, dann ja, schaut euch Dirty Secrets auf jeden Fall mal an. Weil wie gesagt, von der Handlung her war es echt nicht schlecht. Charaktere waren auch okay. Und ja, ich mochte es nicht. Ich bin da immer noch hin und her gerissen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut es euch mal an. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und auch das ist ein New Adult Roman. Aber New Adult, nicht Erotik. Oh, Gott sei Dank. Ne? Und zwar ist das dieses hier. Beginne gern von Mona Kasten. Und ich hatte es in meiner Rätsel schon gesagt. Dieses Buch ist sein Hype meiner Meinung nach nicht wert. Leider Gottes. Ich kann es nicht anders sagen. Ich mochte die Geschichte. Ich mochte die Charaktere. Ich mochte das Setting. Ich fand die Handlung echt gut, aber es war ein New Adult Buch wie jedes andere auch. Also es war jetzt leider nichts Besonderes. Also es ist zwar sehr dick, auch ist das von den Seiten her, es hat 500 Seiten, glaube ich, gehabt. Ja, 480, also knappe 500 Seiten hat das Buch schon. Und die Story, wie gesagt, ist von der Handlung her auch nicht schlecht, aber ich verstehe diesen Hype um dieses Buch nicht. Klar, einerseits wird dieser Hype gemacht, allein weil Mona ja einen YouTube-Kanal hat und damit ja auch relativ erfolgreich ist und bla bla bla. Aber ansonsten kann ich dieses große Aufgetue von diesem Buch, von den Leuten, die das schon gelesen haben, nicht nachvollziehen. Wie gesagt, es war gut, es war okay, aber es war halt für mich eher so nur Durchschnitt eines New Adult Buches. Ich werde auch den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, weil mich schon die Geschichte von Dawn und Spencer interessiert. Aber ich würde jetzt nicht ausflippen, weil ich dieses Buch gelesen habe. Nein. Gut, solide, aber nichts Besonderes. In diesem Buch geht es um Ellie Harper und Ellie Harper ist neu am College. Sie hatte keinen Bock mehr auf ihr altes Leben und ihre Familie und ja, ist dann halt ganz, ganz weit weg ans College gegangen und sucht jetzt halt gerade noch nach einer Bleibe. Und ja, hat sich jetzt schon bei mehreren Wohnungen beworben quasi, aber das war alles ein totaler Reinfall. Und jetzt hat sie quasi nur noch diese eine Chance hier, sich die Wohnung von Caden White anzugucken und setzt auch all ihre Hoffnung hin und sie betritt die Wohnung und Caden sieht, dass sie ein Mädchen ist und sagt, nope, nicht mit mir, ich möchte keine weibliche Mitbewohnerin. Und ja, Ellie ist schon sehr, sehr verzweifelt und Caden hat dann aber am Ende doch keine andere Wahl, als Ellie zu seiner neuen Mitbewohnerin zu machen, denn alle anderen haben aber gesagt und er braucht das Geld für die Miete und ja, somit werden die beiden quasi unfreiwillig eine WG. Caden stellt auch sehr, sehr viele Regeln auf, die meiner Meinung nach teilweise ziemlich blödsinnig sind und schwachsinnig sind. Aber gut, er stellt halt diese Regeln auf und merkt dann aber sehr, sehr schnell, dass er sich nicht an alle von diesen Regeln halten kann. Es sind auch Plottwists in diesem Buch drin, die man jetzt nicht so unbedingt kommen sieht. Aber ja, ich fand das Ende ein bisschen drüber. Das war mir zu viel. Das war zu viel Kitsch. Also das war Overload. Also wirklich, das Ende war Overload und ja, ziemlich schmalzig. Wie gesagt, Durchschnitt, mehr ist es leider für mich nicht, aber ich werde den zweiten Band trotzdem lesen, weil es interessiert mich schon, wie es mit Spencer und Dawn weitergeht. Und ich muss sagen, es war ja Mona ihr erstes New Adult Buch und ich denke, wenn sie dann noch zwei, drei Bücher schreibt, findet sie doch so ihren eigenen Groove und ja, ich denke, es wird mit der Zeit auch auf jeden Fall besser werden. Man braucht sich ja nur mal eine Geschichte von Jennifer Armentrout angucken, wie zum Beispiel diese hier. Machen wir gleich mit dem Buch weiter. Fridge ist auch eine etwas ältere Geschichte von ihr, die hat sie auch vor der Wait for You-Reihe, glaube ich, schon geschrieben. Und ich finde, man merkt das, denn auch eine Jennifer Armentrout entwickelt sich natürlich mit der Zeit weiter und ich denke, so wird es bei Mona dann auch sein. Ja, Fridge habe ich auch noch gelesen und ich muss sagen, das Buch hat mir auch gut gefallen, aber es war definitiv ein schwächerer Jennifer Armentrout-Teil, weil, wie gesagt, ich vermute halt, dass sie damals auch noch nicht so ihren Groove, was das betrifft, gefunden hatte. Und ja, aber ansonsten ist es eine süße, niedliche New Adult-Geschichte. Von der Handlung her fand ich es ein bisschen flach. Es hat mir da so ein bisschen die Spannung gefehlt und ein bisschen so das Drama gefehlt. Die eine Liebesszene geht über 60 Seiten.
Also das sind 60 Seiten, wo wirklich nur die beiden miteinander agieren. Sexuell gesehen. Jetzt nicht nur, die unterhalten sich auch zwischendurch. Aber 60 Seiten, also das war krass. Dieses Buch ist nicht dick und davon 50 oder 60 Seiten nur... Ja, was will man dazu sagen? Mein Hund kommt aus der Decke vor. Baby, die leg dich wieder hin, Schatzi. Wir gehen jetzt noch nicht raus. Ja, das fand ich für so ein dünnes Büchlein schon sehr heftig. Ansonsten kann ich zur Geschichte nur sagen, in diesem Buch geht es um Sydney und Kyla. Und Sydney und Kyla sind schon seit frühester Kindheit beste Freunde. Und ja, Sydney möchte schon immer mehr von Kyla, aber sie traut sich halt nicht so, ihm das zu sagen, weil sie halt Angst hat, ihre Freundschaft zu zerstören und halt auf Ablehnung zu stoßen. Und Kyla ist halt so der typische Mädchenschwarm. Er schleppt jede Woche oder jede Nacht eine andere ab. Und ja, das verletzt Sydney dann natürlich auch. Und bei ihrem jährlichen Skiausflug ist es dann so, dass die beiden alleine in der Skihütte eingeschneit werden. Und ja, dann müssen sie sich mit ihren Gefühlen füreinander auseinandersetzen. Und dann ist es noch so, dass das Leben der beiden hier bedroht wird von jemandem und sie sich das nicht erklären können von wem, weil sie eigentlich niemandem was getan haben. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Also es geht hier wirklich vorrangig um Sydney und Kyla und um die Beziehung der beiden. Und dann halt noch um diese Bedrohung durch diesen Menschen aufgrund was auch immer. Das verrate ich euch natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, es war okay, es war eine niedliche, süße Geschichte, aber umgehauen hat es mich jetzt leider nicht. Aber ich werde den zweiten Teil, der heißt nämlich Scorched, und der kommt nächstes Jahr im März oder April war es, kommt der nämlich raus, und da geht es um die Freunde hier von Sydney und Kyla, und zwar Andrea und Tanner. Und die Geschichte möchte ich auf jeden Fall lesen, weil das interessiert mich schon, und die werde ich auch lesen. Ich werde alles von Jennifer Armentrout lesen, was jemals übersetzt wird, weil ich eine Niete in Englisch bin, und ja, ich freue mich da schon so. So, kommen wir zu dem letzten richtigen Buch für dieses Video, und zwar ist das Die Erbin von Simone Arnstedt. Ich habe das Buch ja schon seit April oder so hier rumkullern und habe es jetzt endlich mal gelesen, und ich muss sagen, es war so gut. Es hat mir so gut gefallen, es war so eine tolle Geschichte, es waren tolle Charaktere, es war ein cooles Setting, und ja, I like it, I love it, und ich empfehle es euch. In diesem Buch geht es um Natalia und In diesem Buch geht es um Natalia, und Natalia versucht sich in einer Männerwelt durchzusetzen, denn sie arbeitet in der schwedischen Finanzwelt, und die wird halt immer noch so von Männern dominiert, und als Frau hat man es da sehr, sehr schwer. Und sie schlägt sich aber ganz gut in ihrem Job und hat aber bisher trotzdem noch nicht die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und für ihre Familie zu arbeiten. Sie hat auch das Gefühl, dass ihr Vater das nicht so möchte, weil sie halt eine Frau ist und er noch sehr altbacken und Tradition und naja. Aber sie macht halt da so ihren Weg, und eines Tages tut der Millionär David Hammer sie zu einem Geschäftsessen einladen, und ja, sie weiß nicht so wirklich warum, ist da aber schon sehr, sehr interessiert dran und nimmt natürlich die Einladung an. Und auch nach dem Geschäftsessen hat sie immer noch keine Ahnung, was er von ihr wollte, und ist da ein bisschen verwirrt, und ja, sie wird ihm aber von dem Tag an nicht mehr so wirklich los, denn David hat in ihr etwas gesehen, was ihn sehr, sehr anspricht und ja, was er sehr, sehr anziehend findet an ihr, und er möchte sie besser kennenlernen. Er hat sie aus einem bestimmten Grund zu diesem Essen eingeladen, denn er möchte Rache nehmen an ihrer Familie für Sachen, die sie ihm in der Vergangenheit angetan haben. Und ja, hat sich da Natalia als Mittel zum Zweck auserkoren, und ja, diese Geschichte lehrt uns aber, dass nicht immer alles nach Plan verläuft, wenn die Gefühle im Spiel sind. Und ich fand die Geschichte so toll, die Handlung war richtig gut, sie hatte viele Wendungen drin, viele Überraschungen drin, und es war hier noch eine Liebesgeschichte. In der Liebesgeschichte, auch das fand ich cool. Man liest das Buch auch aus mehreren Sichtweisen, was ich auch sehr, sehr gut finde, denn es hat für die gewisse Abwechslung gesorgt einfach. Und ja, ich mochte es einfach. Und Schweden als Setting fand ich auch ganz cool, weil es einfach mal eine Abwechslung war zu diesen ganzen anderen Settings, was man ja so üblicherweise hat, so in den USA oder so. Deswegen fand ich da Schweden als Setting schon ganz cool. Von den Charakteren muss ich sagen, dass ich Natalia von Anfang an mochte. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Ich konnte ihre Handlungsweisen verstehen, und ich konnte auch David verstehen. Weil man, dadurch, dass man ja aus mehreren Sichtweisen liest, lernt man ja sehr, sehr schnell kennen oder bekommt man sehr, sehr schnell mit, was denn genau bei ihm eigentlich das Problem ist und was genau los ist, wieso, weshalb, warum er so reagiert, wie er reagiert und was mit seiner Vergangenheit und was das Ganze mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Und ja, ich mochte das Buch. Ich habe dem Ganzen volle 5 Sterne gegeben. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Und dieses Buch ist auch ein erotischer Roman, aber er ist nicht von Sex durchzogen. Also der Sex ist hier sehr begrenzt, Gott sei Dank. Ich glaube, auf Seite 160, 180 haben wir hier das erste Mal so, dass die überhaupt da mal zu Rande kommen. Und
ja, danach hält sich das Ganze auch in Grenzen und in Maßen und das finde ich vollkommen in Ordnung und das fand ich sehr, sehr gut und ich werde auf jeden Fall hier diese Reihe, das sind ja mehrere Teile, weiterlesen, denn ich glaube, in den nächsten beiden Bänden geht es um die Brüder von Natalia, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Auf jeden Fall werde ich die lesen, denn auch der Schreibstil von Simone Arnstedt hat mir richtig gut gefallen und ja. Ich mochte das Buch, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, auch wenn es ein dicker Schinken ist. Ich glaube aber, ich habe es an 2 oder 3 Tagen gelesen, also man suchtet dieses Buch echt durch und ja, I like it. Die nächsten Bücher, die muss ich euch alle einblenden, die habe ich als E-Book gelesen oder gerade nicht da. Und dann nehmen wir gleich das eine Buch, was ich verborgt habe, und zwar Harry Potter und der Orden des Phönix. Dieses Buch hat mich den ganzen Oktober begleitet. Ich habe es am 1. Oktober angefangen und am 31. Oktober beendet. Dieses Buch war so schlimm, wirklich. Es war so eine Qual, dieses Buch zu lesen hier. Ich hatte da echt Schwierigkeiten. Ich bin nicht in die Geschichte reingekommen. Zum Ende hin fand ich Harry, Hermine und Ron einfach nur noch unsympathisch. Ich mochte die Charaktere nicht mehr. Ron hatte zu nichts eine Meinung. Hermine hat immer nur rumgezickt. Harry war der große Macker, der das Sagen hat. Und wenn das nicht so lief, wie er das wollte, dann ist er da ausgetickt, mehr oder weniger auf gut Deutsch gesagt. Also ausgetickt im Sinne von, ne, er ist ein bisschen komisch geworden. Und das mochte ich so überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier bitte los? Fand ich ganz, ganz furchtbar. Und die Geschichte ging nicht voran. Und man hat echt das Gefühl beim Lesen gehabt, man stand auf der Stelle. Und also der 5. Teil war echt mein Tod. Und das war der schlechteste Harry Potter Teil von allen. Ich meine, gut, er hatte 1000 Seiten. Ne? Und da muss man sich auch erstmal durchkämpfen. Mein Teil war es nicht. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Sterne gegeben auf Goodreads. Aber na gut, es muss einem ja nicht immer alles gefallen. Und ich bin jetzt durch mit dem Buch. Ich habe auch mit der Annika gesprochen, mit der lese ich ja die Bücher, dass wir den November mit Harry Potter aussetzen. Ich habe gerade im Moment keinen Bock mehr auf die Geschichte und auf Harry und wir machen dann im Dezember weiter und ziehen das dann halt mit bis in den Januar. Dann ist das ja nicht so schlimm. Aber es ging gar nicht mehr. Also furchtbar. Dieses Buch war einfach nur nervig. Die Story war langweilig und es hat sich gezogen wie Sau. Ich weiß, dass viele da draußen mich nicht verstehen werden können, wieso ich das so empfinde. Aber ich bin nun mal kein Potterhead. Ich habe die Bücher nicht in meiner Jugend gelesen. Und aus heutiger Sicht betrachtet empfinde ich das nun mal so dabei. Und ja. Ihr könnt mich dafür jetzt gerne lynchen, aber es ist nun mal so. Dann habe ich noch gelesen von Rose Bloom, Bad Girls 1 bis 3. Hier geht es in Band 1 und 2 um die Geschichte von Gwen und Mike. Gwen arbeitet in einer Autowerkstatt, die nicht so nur ganz legale Sachen machen, sage ich mal. Und ja, sie trifft dann auf Mike, der ist Polizist. Was sich ja da schon sehr widersprechend tut eigentlich, ne? Und ja, lernt die dann auf dem Junggesellenabschied ihre Cousine kennen und er ist sofort an ihr interessiert. Sie hat aber irgendwie keinen Bock drauf, weil sie das Gefühl hat, der Typ macht nur Ärger und nee, das muss nicht sein. Und serviert ihn dann auch mehr oder weniger ab und ja, trifft ihn aber nur zufällig ein paar Tage später wieder in einer Situation, wo er so ein bisschen das Sagen hat und sie auf seine Knarre angewiesen ist. Und ja. Von da an begegnen sich die beiden halt immer wieder und die Geschichte entwickelt sich und dann spielt die Vergangenheit der beiden hier auch noch eine gewisse Rolle mit. Und ja, ob die beiden es schaffen werden, über ihren Schatten zu springen und zueinander zu finden und ihre Vergangenheit hinter sich lassen können, das müsst ihr natürlich selber lesen, das verrate ich euch nicht. Ich kann euch auch zum Inhalt mehr nicht sagen, weil das sind Bücher von kurzen, knackigen, so 200 Seiten ungefähr. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Inhalt nicht viel sagen. Der zweite Teil knüpft dann direkt an den ersten an, also die Geschichte wird dann direkt fortgesetzt, was ich gut fand. Und ja, ich muss sagen, die Charaktere mochte ich. Ich mochte Gwen, ich mochte Mike. Ich fand das ganz, ganz süß, wie die beiden auch miteinander umgegangen sind. Vom Setting her befinden wir uns hier in Frankfurt, also in Deutschland. Das fand ich auch gut. War mal ein bisschen abwechslungsreich. Und ich finde, man hat beim Lesen, ich habe beim Lesen, wenn ich Bücher lese, die oftmals in Deutschland spielen, habe ich so meine Probleme damit. Ich lese halt lieber Bücher, die in Amerika spielen oder so. Das ist halt... Es ist halt einfach so. Und ich muss sagen, dass ich aber beim Lesen von diesem Buch nicht mehr daran gedacht habe, dass es in Deutschland spielt, weil es hätte natürlich auch irgendwo anders spielen können. Und das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, von der Handlung her war es okay, aber ich hatte ein großes Problem und das waren diese Zufälle in diesem Buch. Das hat die Geschichte für mich einfach unglaubwürdig gemacht, weil so viele Zufälle kann es nicht geben. Das geht nicht. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, weil das hat so ein bisschen die Geschichte für mich unglaubwürdig gemacht. Ich meine, wir reden hier von einem Roman, ja. Also es ist sowieso alles nur Fiktion. Aber wisst ihr, was ich meine? Das hat mich halt wirklich beim Lesen echt genervt und gestört. Und dann waren da noch so 2, 3 andere Kleinigkeiten, die ich auch nicht ganz so nachvollziehen konnte. Und ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten im Großen und Ganzen war das Buch wirklich sehr, sehr süß und war wirklich eine nette Geschichte.
Zum dritten Teil kann ich sagen, dass der mir auf jeden Fall viel besser gefallen hat. Das ist die Geschichte von Charlotte und Kian. Die Geschichte ist in diesem einen Buch abgeschlossen, was ich auch gut fand. Und in dieser Geschichte geht es halt darum, dass Charlotte in einem Stripclub als Barkeeperin arbeitet und Kian ist Staatsanwalt und ja, wird von seinen Kumpels überredet, endlich mal wieder mit einem draufmachen zu gehen. Und sie gehen dann halt in besagten Stripclub. Als Kian Charlotte sieht, ist er sofort hin und weg und möchte sie für sich gewinnen, obwohl er eigentlich auch keine Beziehung möchte. Aber er merkt halt, dass das zwischen den beiden etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und ja, dann lässt sich Charlotte halt auf ihn ein und dann beginnen die beiden halt eine Beziehung. Aber es wäre natürlich viel zu einfach, wenn es damit schon getan wäre in dieser Geschichte. Denn auch Charlotte und Kian haben hier so einige Probleme, die sie überwältigen müssen. Was macht denn mein Hund da? Schatzi, guckst du mein Bücherregal an? Was tust du? Komm her, mein Lieber, komm. Komm hier, hopp, leg dich hin. Und Alia, komm. Alle, hopp. Ja, so. Jetzt habe ich meinen Hund auf dem Schoß. Super. Ja, also wie gesagt, auch die beiden müssen halt verschiedene Probleme bewältigen und überwinden. Und ja, auch hier ist die Frage, schaffen sie es am Ende? Können sie ihre Probleme bekämpfen? Und ja, können sie doch sich gegenseitig noch eine Chance geben, um glücklich zu werden? Hier muss ich sagen, dass mir die Handlung um einiges besser gefallen hat. Es war alles nicht so weit hergeholt und auch nicht so übertrieben und überzogen wie bei Gwen und Mike. Und ich mochte Charlotte, ich mochte Kian. Ich meine, es kann auch sein, dass es Charlotte und Kian ausgesprochen wird. Wir sind ja in Deutschland, aber ich sage immer Charlotte und Kian. Naja, egal. Auf jeden Fall mochte ich die beiden als Charaktere auch wirklich sehr, sehr gern. Vom Setting her fand ich es auch wieder gut. Die Handlung hat mir gut gefallen. Und der Schreibstil von Rose Bloom ist auch ganz einfach, locker leicht und einfach. Man kann ihn gut lesen, man kommt schnell durch die Seiten. Und ich muss sagen, es sind schöne Bücher so für zwischendurch mit. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier so einen Klopper liest und dann zwischendurch so ein süßes, lockeres, leichtes, einfaches Buch hat, ist das so zur Auflockerung schon echt mit ganz gängig. Im Großen und Ganzen haben mir die Bücher gut gefallen. Ich werde mir den vierten Teil auf jeden Fall auch angucken. Und ja, wenn ihr Bock auf so eine niedliche, süße Liebesgeschichte habt, wo auch Erotik mit drin vorkommt, dann schaut euch die Bad Girls-Reihe von Rose Bloom auf jeden Fall mit an. Dann habe ich noch gelesen im Oktober schon mit Fuchsfluch. Das ist ja der zweite Teil der Fuchs-Reihe. Und ihr durftet die Bücher ja vorab schon lesen. Ich verrate euch jetzt nicht, dass ich bis 4, 5, 6 schon gelesen habe. Und ich muss sagen, die Geschichte wird wirklich richtig, richtig gut. Die entwickelt sich in eine Richtung, was einfach nur mir sehr gut gefällt. Und ich mag die Charaktere und ich mag auch immer noch das Setting, diese High-Fantasy-Welt unheimlich gern. Und ja, ihr dürft euch da auf jeden Fall auf einiges freuen, falls ihr diese Reihe angefangen habt zu lesen. Ich kann zum Inhalt nicht viel sagen, da der zweite Band direkt an den ersten anknüpft und ich euch sonst das Ende spoilere vom ersten. Und ich kann nur so viel sagen, dass sie Sandra und Mikaela im zweiten Band mit einigen Problemen zu kämpfen haben und ja, diese halt versuchen müssen zu bewältigen. Und hier taucht dann ein Bösewicht quasi auf, der das Leben der beiden ganz schön auf den Kopf stellt. Und ja, mehr sage ich jetzt eigentlich auch nicht an dieser Stelle. Lasst euch da einfach überraschen. Ich mochte den zweiten Teil sogar noch ein bisschen besser als den ersten, weil der erste war ja erstmal nur so ein Einführungsteil quasi, wo man alles erklärt bekommen hat, wie diese ganze Welt aussieht, was die Tori sind, was eine Amos ist. Und das war halt quasi so ein Einführungsteil dann mit diesem offenen Ende, wo man dann so denkt, nein, jetzt wo es gerade anfängt, hört's auf. Möp. Und ja, geht dann halt im zweiten Teil weiter und ich muss sagen, ich finde, die Geschichte wird von Band zu Band besser. Die Geschichte hat ja auch immer nur so kurze, knackige 50 Seiten. Das heißt, man kann sie gut zwischendurch mal einfach so mit lesen und genießen und ja, ich mochte das Buch. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Niki befreundet bin. Ich mag die Geschichte wirklich sehr, sehr gern. Und ja, freut euch da auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon weiterzulesen mit der Fuchsreihe, denn ich weiß gar nicht, wie viele Teile es insgesamt werden. Ich glaube, das weiß Niki selber am Ende noch nicht. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch einen Teil, den ich euch jetzt noch lesen kann. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und ich mag Niki ihren Schreibstil auch hier in diesem Buch immer noch. Denn er ist ganz, ganz anders wie bei Noelle und Noelle. Bei Noelle und Noelle war es ja so ein bisschen so ein, wie bezeichnet man das, Jugendslang-Schreibstil. Also so ein bisschen frecher und offener und auch die Erzählweise war hier ganz anders und ja, ist bei Fuchsfluch halt nicht, bei Fuchsfluch und Fuchsgeist, wenn man bei der generellen Fuchsreihe ist, ist so ein locker, leichter Jugendbuchschreibstil, den man halt auch so kennt und gewohnt ist und ja, ich mag das total gern und ja, kann euch diese Reihe auch nur empfehlen.
Die letzten beiden Bücher, die ich gelesen habe, sind von Jacqueline Fellgut. Und zwar einmal Der Duft von Büchern und Kaffee. Das ist das E-Book gewesen vom Oktober, glaube ich. Ich blicke da mal nicht so ganz durch bei Jackie, dadurch, dass sie ja jeden Monat ein Buch rausbringt. Also ich glaube, das war das Buch vom Oktober. Und in der Duft von Büchern und Kaffee geht es um Amy. Und Amy arbeitet seit einigen Jahren in einer kleinen Buchhandlung in New York und hat den Traum, diese Buchhandlung vielleicht eines Tages mal zu übernehmen und weiterzuführen, denn die Besitzerin ist schon recht alt und ja, geht wahrscheinlich bald irgendwann in den Ruhestand und damit hat Amy natürlich alle Hoffnungen. Diese Träume werden dann aber zerstört, als der Enkel der Ladenbesitzerin sich meldet und sagt, er sollte kommen, um das Erbe zu besprechen. In dem Moment platzen natürlich alle Seifenblasen für Amy, die sie sich so je erträumt hat. Und die Großmutter von Ryan, so heißt der Typ, ist auf einmal verschwunden und hinterlässt den beiden eine E-Mail, eine sehr, sehr fragwürdige E-Mail. Und ja, da müssen sich die beiden irgendwie zusammenraufen und eine Lösung für das Problem finden, welches sich in der E-Mail herausgestellt hat. Was das jetzt ist, verrate ich euch natürlich nicht. Die beiden lernen sich dann im Laufe der Geschichte dann natürlich kennen und es entsteht hier natürlich auch noch eine Liebesgeschichte und ja. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, sonst verrate ich euch viel zu viel. Ich finde, man sollte sich da einfach überraschen lassen bei diesem Buch und ja, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting, ich mochte Jackie ihren Schreibstil. Es war eine gute, solide Geschichte. Die hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war echt eine süße, lockere Geschichte, so für zwischendurch, wieder ideal. Und ja, hat mir gut gefallen. Wenn ihr Bock auf Liebesromane habt mit einer niedlichen Liebesgeschichte, dann schaut euch Der Duft von Büchern und Kaffee auf jeden Fall mal an. Ja, damit wären wir beim letzten Buch und zwar war das das aktuelle Buch vom November und zwar Cherry on Top von Jackie. Und Cherry on Top ist quasi der zweite Teil von Hashtag Folge Deinem Herzen. Also in diesem Buch geht es um die Nebencharaktere in Hashtag Folge, von Hashtag Folge Deinem Herzen, Cherry und Milo. Und ich habe mir damals beim Lesen schon gedacht, so, oh, Cherry und Milo, wenn die ihre eigene Geschichte hätten, wäre schon irgendwie cool. Und Jackie hat mich erhört, sie hat den beiden ihre eigene Geschichte gegeben. Und ich muss sagen, so richtig überwältigend wie Hashtag Folge Deinem Herzen war es jetzt nicht. Es war ein richtig gutes Buch, es war eine schöne Geschichte, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen wie Hashtag Folge Deinem Herzen. Aber das, denke ich mal, ist eher selten, dass ein Buch einen wirklich so flasht und so umhaut und einem das Buch so gefällt, wie es da der Fall gewesen ist. Aber es war eine richtig schöne, solide, süße, niedliche Liebesgeschichte wieder. Und man hat halt hier so einen kleinen Einblick auch noch bekommen auf Ein magischer Sommer von Jacqueline Fellgut. Das hängt ja auch noch so ein bisschen mit zusammen und das hat mir richtig gut gefallen, so ein kleines Crossover. Und ja, ansonsten in diesem Buch geht es erstmal um Cherry und Milo. Cherry und Milo hatten vor einem Jahr ein ziemlich desaströses Date und haben sich danach nicht mehr gesehen. Und jetzt müssen die beiden aber irgendwie wieder miteinander auskommen, denn Milo soll eine Party organisieren und Cherry soll den Nachtisch liefern. Und ja, da müssen sie sich jetzt irgendwie einig werden und das Ganze besprechen und halt, wie gesagt, dadurch wieder miteinander in Kontakt treten. Und ja, vielleicht schaffen es die beiden ja auch einfach jetzt mit dieser zweiten Chance, ihre Probleme von dem desaströsen Date aus dem Weg zu schaffen, denn da ist einiges schiefgelaufen und einiges wirklich sehr, sehr auf Missverständnissen auch einfach raus passiert. Und ja, ob die beiden es dann am Ende schaffen oder nicht, das verrate ich euch nicht. Das müsst ihr selber lesen. Aber ich fand es, wie gesagt, ich fand die Geschichte wirklich süß und ich mochte Cherry, ich mochte Milo. Ich konnte zwar hier und da zwei, drei Sachen von den beiden nicht verstehen und ein, zwei Kleinigkeiten fand ich auch ein bisschen over, aber mein Gott, so ist das. Sind Liebesgeschichten und ja. I like it, I love it und ich empfehle euch immer noch die Bücher generell von Jackie, weil ich finde, Jackie hat einfach einen wahnsinnig tollen Schreibstil und sie erzählt so toll die Geschichten von den Charakteren und ja, ich mag das immer noch total. Bin schon gespannt, was das neue Buch dann wird vom Dezember und ja, mal schauen. Ich werde mir es auf jeden Fall wieder mit angucken und wenn es was für mich ist, werde ich es auf jeden Fall auch wieder mitlesen. Damit wäre mir am Ende von meinem Lesemonat. Ich hoffe, ich habe kein Buch vergessen. Falls doch, so what, dann kann ich es nicht ändern. Ich habe halt, wie gesagt, meinen Zettel weggeschmissen, nicht Dummbatz. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle immer fürs Gucken. Falls ihr eins von den Büchern gelesen habt oder andere Meinung seid wie ich, dann wie immer schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns darüber austauschen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ach, und das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Ha, seht ihr? So ist das manchmal. Da ich aufgrund meiner Erkältungsgedönskrams nicht mehr so wirklich hinterhergekommen bin mit meinen Videos und mit meinen Büchern, habe ich überlegt, ich werde jetzt eine Videowoche machen. Das heißt, ihr kriegt nicht nur heute ein Video, sondern auch morgen und übermorgen und überübermorgen und quasi die ganze Woche bis zum Sonntag durchweg, dass ich einfach mal wieder auf dem aktuellen Stand bin mit meinen Videos. Also, falls
falls ihr gerne meine Videos schaut, dann freut euch. Falls ich euch auf den Sack trete, tut es mir leid. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle nur nochmal erwähnt haben. Also, wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Bye, bye.